damit wir die Platte mit dem Schallloch uns genauer anschauen können, markieren ich jetzt einmal nur den Kasten und nicht die Platte. Und damit ist mein Rahmen oder die Zarge hier markiert und ich blende das Ganze mal aus. Ich gehe auf Bearbeiten, auf Ausblenden. So, und da steht nur meine Platte. Und diese Platte möchte ich mir jetzt mal hinlegen, damit ich sie besser von oben anschauen kann. Da gibt es auch zwei Möglichkeiten. Hier sind zwei Werkzeuge, mit denen wir das bewerkstelligen können. Wenn die Platte gruppiert ist, und das ist sie, rechte Mausklick, gruppiert in Einzelteile auflegen. Sie ist aber eine Gruppe, weil sie sich in Einzelteile auflösen lässt. Dann kann ich hier mich herstellen mit dem Verschieben-Werkzeug. Und ihr seht immer, wenn ich mit dem Verschieben-Werkzeug auf eine gruppierte oder auf eine gruppierte Fläche gehe, dann zeigt sich so ein Winkelmesser. Und da kann ich dann zum Beispiel die Platte, wie ich will, so herumdrehen. Aber ich kann sie auch von dieser Seite hinlegen. Da finden sich auch zwei Punkte auf der Kante. Seht ihr das? Diese roten, schwarzen Kreuze sagen, hier kannst du mich drehen. Und ihr seht unten in der Eingabe, hier unten, ändert sich der Winkel. Ich mache das nochmal rückgängig. Schaut bitte hier unten auf die Eingabe und ihr seht von 120 sich den Winkel verändern und ich lege jetzt diese Platte einfach mal auf den Boden. Damit das auch wirklich genau geschieht, wechsle ich jetzt die Kameraansicht, weil ich in der parallelen Projektion wirklich am besten sehe, wo ich den Boden erreiche. Ich nehme das Verschieben-Werkzeug, greife die Platte an und drücke die Alt-Taste. Und ihr seht eine blaue Linie, die da entsteht. Das heißt, ich bewege mich parallel zur blauen Linie. Und die blaue Linie ist ja hier diese Z-Achse. So. Da liegt die Platte, aber wir sehen, sie liegt noch nicht ganz am Boden. Ich nehme wieder diese Ansicht von vorne und gehe etwas näher heran, greife die Platte an, drücke die Alt-Taste und lege die Platte wirklich ganz auf den Boden. So, da liegt sie. Damit ich jetzt weiterarbeiten kann, werde ich eine neue Platte erstellen und wir wissen, oder wir können das auch herausmessen, wie groß unsere Platte ist. Wir gehen auf das Messwerkzeug, stellen uns hier an eine Kante von unserer Platte, gehen hier hin und ziehen einfach diese Maßeinteilung heraus und wir messen hier 44 cm und falls ich das andere auch noch messen will, ich weiß es ja inzwischen schon, es sind 30 cm, dann habe ich eine optimale Bemaßung. Schaue ich mir das Ganze von oben an, muss ich die Hausansicht von oben wählen, dann schaut das Ganze so aus. Jetzt muss ich mir also wieder so eine Platte herstellen und ich tue das einfach mit dem Rechteckwerkzeug. Ich nehme das Rechteckwerkzeug, stelle mich mal kurz hier hin und dann bleibt auch so ungefähr in derselben Höhe dieses Werkzeug. Und ich zeichne mir hier ein Rechteck, das muss gar nicht ganz genau so sein. Und hier unten gebe ich die Maße ein, nämlich 30. Semikolon 44 und da hätte ich schon
meine Platte. Was mir hilft, sind immer die wichtigsten Linien, die Mittellinien. Die Frage, wo ist die Mitte, ist ein wesentlicher Punkt bei der Konstruktion von Dingen. Da gibt es hier das Maßband, mit dem kann ich mich hier zum Beispiel auf eine Kante stellen und einfach solche Hilfslinien ziehen. Nur, wo ist die Mitte? Wenn ich mich jetzt hier auf die Linie stelle und da lang fahre, dann zeigt mir der blaue Punkt, dass hier genau die Mitte erreicht ist. Dasselbe, ich stelle mich einfach nochmal mit dem Maßband da drauf, sehe ich hier. Und so hole ich mir eine parallele Linie zu dieser Kante, stelle mich hier drauf und fahre dort hinauf und erzeuge eine zweite Mittellinie und ich weiß, hier ist der Mittelpunkt meiner Platte. Und von dort aus werde ich die Konstruktion im nächsten Video beginnen.